Das neue Update zu Call of the Wild Die Engler bringt jede Menge neue coole Features, die das Spiel realistischer machen. So kann man jetzt den großen Anschlagindikator komplett entfernen oder das Ganze auf ein Minimum reduzieren. Und auch den Soundeffekt kann man abschalten. Das macht das Ganze ein gutes Stück anspruchsvoller, dafür kann man jetzt auf die Pose draufzoomen und so besser erkennen, wann ein Fisch beißt. Als nettes kleines Feature kann man jetzt sogar miteinander interagieren. Was ganz cool ist, das Ganze wird automatisch auf die jeweilige Sprache des Spielers übersetzt. Ich freue mich drauf, das Ganze ausgiebig zu testen und bin gespannt, wann die neuen legendären Fische mit ins Spiel kommen. Wenn ihr nichts von Die Engler verpassen wollt, wäre ein Abo natürlich der Hammer.